Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropanda quält sich. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge. Ihr seht schon am Bildschirm, es ist ET für das Atari 2600 war es, glaube ich. Boah, ich komme immer mit der Zahl irgendwie durcheinander, weil das nicht so mein System ist. Der liebe Hagen hat sich das relativ hartnäckig gewünscht, weil er das zum Geburtstag von seinem Bruder bekommen hat. An dieser Stelle viele Grüße an euch beide. Und E.T. ist so ein besonderes Spiel irgendwie. Da hat sich so ein gewisser Mythos ja drumherum gebildet. Es gilt irgendwie so als das schlechteste Spiel aller Zeiten. Auch verantwortlich für den großen Videogame-Crash Anfang der 80er Jahre in Amerika. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube 83, 84, obwohl 82 müsste dann irgendwie 83 gewesen sein. Irgendwie sowas in der Kante. Kurze Zusammenfassung dieser Kuriosität. Das Atari war damals sehr, sehr populär. Es kamen ganz, ganz viele, auch eher schlechte Spiele auf den Markt, weil das nicht irgendwie großartig kontrolliert wurde. Dann crashte das irgendwie alles zusammen und dann war der Videospielemarkt erstmal tot. Ne? Die Leute haben halt einfach gesagt, hey gut, das mit den Videospielen, das war eh relativ neu, das war es halt eine Modeerscheinung, das hat jetzt keine Zukunft. Und das hat dann erst Nintendo wieder mit dem NES, was nicht umsonst NES heißt, nämlich Nintendo Entertainment System. Die haben auch von Design her versucht, das sieht ja ganz anders aus als das Famicom in Japan, natürlich so ein bisschen versucht, okay, das ist keine Spielekonsole, ne? Ist es natürlich, aber die wollten halt von diesem Image so etwas weg und dadurch gibt es ja auch dieses Nintendo Seal of Quality, haben sie extra eingeführt, was halt garantiert, dass halt gewisse ja, Standards eingehalten werden. Aber wieder zurück zu E.T. Da gibt es auch viele, viele verschiedene Videos. Der Angry Video Game Nerd, der hat einen ganzen großen Film darüber gedreht. Ganz kuriose Geschichte. Es gibt viele, viele Dokumentationen darüber. Haut euch mal das bei Netflix rein und so weiter. Da gibt es wirklich viele, viele Angebote. Und grob zusammengefasst, es zählt als das schlechteste Spiel. Aber es ist eigentlich mehr so ein Symbol dafür. Das Spiel wurde von einem einzigen Menschen, dessen Namen mir gerade entfallen ist, in, glaube ich, 6 Wochen zusammengeklöppelt, weil das noch zum Start von dem Kinofilm E.T. rausgehauen werden muss. Und es läuft. Es ist halt sehr kryptisch. Ich habe selber noch nie gespielt, aber das war's, was man so bekommen hat. Und wenn man jetzt quasi die gegebene Zeit und die Maßgabe sieht, ist das eine durchaus solide Leistung, das Spiel. Ne? Aber ich würde sagen, genug geredet. So, und schon sind wir im Spiel drin. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was abgeht. Ah, wir werden ja sofort hier versucht, eingefangen zu werden und sind runtergefallen. Okay, wie komme ich hier wieder raus? Ich meine, der Controller, der ist hier natürlich jetzt relativ übersichtlich bei diesem System, sage ich mal. Okay. Jetzt habe ich meinen Hals ausgefahren. Ich dachte, das wäre irgendwie so eine Art springende Taste. Ah! Wenn ich dann nach oben gehe, dann gehe ich nach oben. Okay, also quasi Sprungmodus aktivieren und dann... Da war doch keine Grube, oder? Okay. Also ich verstehe die Kritik, weil das Spiel war natürlich eher für Kinder, ne? Bin ich im Gefängnis? Okay. Ja. Und die waren natürlich verwirrt. Genauso wie ich jetzt, was man hier machen soll, weil, ne? Ich weiß, wann. Ich weiß zwar nicht, wie die Anleitung aussehen. Da war doch keine Grube, oder? War eine Grube? Nee. Ich dachte hier, das Dunkle wären Gruben. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Ich versuche gerade irgendwie einen Sinn zu finden, aber... Oh. Oh. Also diese Gruben, ich weiß es nicht. Also mit denen werde ich definitiv nicht warm. Vor allem auch so geil, ne? Dann werdet ihr ins Gefängnis irgendwie gepackt. Oder muss ich in diesem Gruben was finden? Gefängnis gepackt und könnt einfach wieder rausmarschieren. Das ist so, oh ja, pff, danke, ne? Scheiß Essen. Würde ich nicht wieder empfehlen. Also irgendwo oben ist, in der Mitte gibt es ja den einen Pfeil. Es muss ja irgendeine Indikation geben, wo es lang geht.
Also wie gesagt, für die Zeit halt, in die das zusammengeklöppelt wurde, die Entstehungsgeschichte ist echt interessant. Da will ich dem Programmierer echt nichts vormachen. Vorwerfen, so. Ich verlinke euch auch in den Shownotes auch mal zwei, drei Dokumentationen. Okay, jetzt habe ich den bekämpft, den ich auf den Knopf gedrückt habe. Was auch immer das ist. Es ist halt verwirrend. Okay. Ah, okay. Jetzt habe ich ein Leben verloren. Der hat mich jetzt gerettet. Es ist halt sau verwirrend. Ich weiß, dass die Spiele damals jetzt nicht super komplex waren und sowas, aber es lässt sich halt so gar nicht aus dem Spiel irgendwie herauslesen, was geht. Weil für 6 Wochen, hey, gute Leistung. Ne? Da kam ja sogar noch dazu, dass Atari, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, ob das wahr ist, ich habe es nur irgendwo mal gelesen, von den Modulen mehr produziert hatte, als es eigentlich Systeme gibt. Weil also sie dachten, hey, das wird so ein Riesenhit, da verkaufen wir ja logischerweise mehr Systeme damit. Und dadurch brauchen wir natürlich auch mehr Module. Also, jetzt bin ich wieder im Gefängnis. Komischerweise lande ich immer nur im Rechten, ne? Ist ja geil. Es ist voll die Schleife, okay, da geht es anscheinend nicht lang. Okay, ich wette, es ist irgendwie spielbar. Jetzt bin ich tot. Ich wette, es ist irgendwie spielbar, aber ich blick's einfach nicht. Ich muss mir das, glaube ich, nochmal anschauen oder ähnliches. Aber schön, dass ihr mit mir zusammen hier mal reingeschaut habt. Mal gucken, was hinter diesem Mythos überhaupt steckt. Und ich bin wirklich da auf der Seite, dass das Spiel ein unterschätztes Spiel ist. Dass es einfach jetzt eine Bedingung vielleicht nicht so verkehrt ist. Das ist vielleicht nicht die logischste Spielidee, die dahinter steckt oder ähnliches. Aber ich würde sagen, für 6 Wochen Hut ab. Das war damals auch nicht einfach alleine. Also, ja, schlechtestes Spiel, weiß ich nicht. Gutes Spiel, nein. Zumindest nicht für den Zielmarkt. Es ist so kryptisch, man hat keine Ahnung, was es sein soll. Aber naja, vielleicht spielt ihr auch mal rein. Es gibt auch verschiedene Webseiten, wo ihr das auf dem Emulator zocken könnt, ohne euch was irgendwas zu installieren. Das habe ich hier gerade auch gemacht, weil ich für das System irgendwie nicht ausgerüstet bin, aufnahmetechnisch, sage ich mal. Freue mich, dass ihr reingeschaut habt und ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Und wenn ihr auch einen Wunsch habt, egal ob 8 oder 16, mit ab in die Kommentare damit. Macht's gut. Tschüss.